Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Nach der Folge, in der wir nichts erreicht haben, machen wir weiter mit einer Folge, wo hoffentlich mehr passiert, weil ich hier schon zwei Sachen sehe. Diese Rosalhöhenstraße. Dimensionsriss. Tartalian-Kluft. Dimensionsriss. Tartalian-Kluft. Wo muss ich hin? Das hätte ich mir auch angucken können, eigentlich, bevor der Park beginnt, aber was soll's. Aha. Okay, das heißt, ich muss raten. Also Erdgeschoss. Ich tippe mal einfach, da muss ich nicht hin, also gehe ich da auch hin. Die Logik macht Sinn, oder? Und haben schwarze Fehler. Ich glaube, ich habe schon genug. Also das Limit ist ja bei irgendwie 500 oder 456 oder irgendwie sowas. Also, ich brauche jetzt keinen mehr finden, ist schön und gut. Ich würde ihn mal gerne wieder abgeben, das wäre eine gute Idee. Das wäre richtig schön, ja. Aber, sieht nicht so aus. Dimensionsriss, das klingt schon so, als könnten wir irgendwie. Ja, geh weg. Jetzt könnten wir irgendwie dadurch wieder zurück nach Risomaxia. Oh, ein Aphrid-Schatz. Seltene Stiefel, die Bewegung und P-Verteilung super leichte extravagante Beinchen für kostbare seltene Materialien verwenden würden. Das war nicht sehr richtig durchgelesen, aber was soll's. Und da ist ja ein riesig großes Viech, habe ich gerade gesehen. Ach ja, ich sollte mal die anderen zeigen. Hier. Und hier. Und du bist ein richtig großes Viech. Das schaue ich mir doch mal genauer an, was es mit dir auf sich hat. Du machst mich bestimmt volle Möhre platt, ne? Sieht aus wie so ein Schildkröte, nur dass du aufrecht gehst. Oh nein. Gerade ich klaue. Oh, Level. Oh Gott. Au, au, es ist so groß. That's what she said. Oh Gott. Was? Oh nein. Komm her. Komm her, habe ich gesagt. Jawohl. Oh Gott. Ja, der wird wehtun. Und ich bekomme nur ein mysteriöses Juwel. Keine. Ja, ist aber geht's doch. Okay. Hast du gerade so ein Shoryuken gemacht? Aua. Oh, geil. Stimmt ja, du kannst da. Ja, du kannst mich ja irgendwie wiederbeleben, mehr oder weniger. Jo. Au. Leia, hilf mir. Leia, Jude, hilf mir. Oh, geil. Ich sollte Jude oft bei Bossen hier ausrüsten. Ja, als Partner benutzen. So, Rowan, du kannst mal kurz weggehen und Elvin kann kommen. Hey, ha. Mann, hör auf zu bloggen. Niemand guckt sich deine Blogs an. Hör auf zu YouTube, genau. Er macht einfach den Umrundung, als wäre es nichts. So. Und komm. Verbindung. Ha. Weiter muss ich nicht mehr. Klappt nicht mehr, schade. Ich bin schon leicht tot, was? Die Gegner sind nicht so stark wie auf diese Max her, kann das sein? Oder ich bin einfach zu stark. Ach, da hätte ich auch noch einsetzen können, ich Idiot. Oh nein, Jude. Macht ihn mal jemand wieder ganz. Ja, auch so irre rumzufuchteln.
Ein Solar Blast, was? Solarstrahl? Ne, Solar Beam war das. Au. Hört mir auf. Danke. Wenn ich mich extra kaputt hauen lasse. Boah, hör auf damit. Jude, komm her. Mann, Schnucki. Oh, zerstörerische Flamme. Gegen was bist du denn anfällig? Gegen gar nichts, okay. Irgendwas auch erledigt. Oh nein, ich habe keine TP. Das heißt, ich muss angreifen. Au. Ja, sehr schön. Ich kann nicht. Ja, okay, ihr könnt aber. Ja, komm her. Wenn ich auf ihn losgehe, kann ich angreifen. Er setzt flinke Umrundung ein. Einfach so. Als wäre es nichts. Ja, okay, soll er ruhig machen. Ich habe wieder genügend TP gleich. Au. Klatsch mich wach. Aua, danke. Ich würde dann sagen, den haben wir auch eigentlich. Au. Klatsch mich wach. Ja, steh auf dich. Schön. Oh nein, 666. Was? Tut doch gar nichts. Auf damit. Skylar, Schlag. Au. Nein. Hey. Hey. Bams. Ja, ich habe ihn kaputt gehauen. Ich habe es total gesehen. Heil mich mal jemand. Oh nein, Elisa hat keine TP. Evan, mach was. Was Produktives. Okay. Oh Gott, Luftkampf, komm her. Nein, Evan. Zurück hast du wieder TP. Wow, das war gut ausgewichen. Fee ist genauso stark am Ende, kann das sein? Nein. Elise, rette den Tag. Ja, gut so. Nein, nicht gut. Fuck. Hörst du auf? Nein, es ist unser Ding, ist hier. Warte. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Mehr nicht. Und erledigt. Damn. Damn. Ein mysteriöses Juwel. Geil. Vernichter des Bösen. Na klar. Was denn sonst? Was sind das für Viecher? Warum greifen sie mich an? Naja, eigentlich nicht. Eigentlich sind die nur da rumgelaufen und sind Monster gewesen. Ich habe sie eigentlich erledigt, aber trotzdem. Handflächenschlag nach Wechsel zu Toaster. Bei Schwalbentanz wird ein Extra-Treffer hinzugefügt. Toll, Schwalbenangriff. Da kann ich aber nicht Dingens. Schwalbenangriff habe ich in Dingens. Wie heißt das? Von analog. Da kann ich nicht. Gedrückt halten und erweitern. Ermöglicht die Verringerung magischer und physischer Schäden durch Zauberschutz. Die erste Kugel ist auffällig. Ja, das brauche ich nicht. Lichthand. Das Licht aus deiner Handfläche vergrößert die Angriffsreichweite bei der Grenzüberschreitung. Okay. Zurück erlangte Kraft Olicht langsam, indem du 50 KP des letzten Schadens zurückerlangst. Flinke Umrundung 3. Die flinke Umrundung kann auch bei Vorwärtsschritten aktiviert werden. Hä? Hey, was haben wir denn hier noch? Hallo? Zwei Dinge hatte ich noch nicht. Gunst der Stunde und Heilungsanteil. Wunderbares Zeitfenster. Okay. Wenn ich sagen, wir machen als nächstes das hier, aber das klingt interessant, wo ich nicht weiß, was es ist. Und ich gehe auf Verteidigung.
Rowan. Rowan. Du bekommst Ersatzbank KP. Ja. Dirigent 3. Die Wirkzeit wird um 50% verkürzt, wenn bei der Arztabstimmung dieselbe Geisterarzt nacheinander gebraucht wird. So als spielbar wird das vielleicht nicht so oft der Fall sein, aber vielleicht als CPU. Setzt er halt automatisch ein, weiß ich nicht. TP gewinnen 2. Ja, ich guck mal in der Mitte. Wer weiß, ob ich da irgendwie was verpasst habe. Also Jude ist der Einzige, der schon sein Ding komplett hat, ne? Ja, was haben wir hier? Wiederauferstehung, okay. Und nehmen wir das hier noch. Mal wieder 2. KP-Schub und Ausdauer 2. Ja. Dann. Dirigent. Ach nee, das hatte ich noch nicht, ne? Gerade eine Grenze und hier. Ey. Ah nee, Ausdauer. Hier, geil. Bringt's auch richtig. So. Meisterstratege. Ja, was denn sonst? So, dann hätten wir mal wieder. Hätten wir wenigstens etwas erreicht. Das ist genau der gleiche Rhythmus wie letztes Mal. Da war auch erst so ein Kämpfe überall Part. Wie ich sie auch ja nenne. Also Filler Parts würde ich sie ja eher nennen. Aber war so, wieso sollte ich das machen? Das klingt doch gar unlogisch. Und erst kam so ein Filler-Part und dann kam hier so ein Monster. Beim letzten Mal auch so. Dieses Weihwindviech oder wie auch immer das hieß. Haben die irgendwas gemeinsam? Bleh. Nein, keine Parkouras. No. Wo sind die hier? Enderman. Was? Enderman, Slenderman. Wo sind sie hier? Das Viech und das Viech. Okay. Und wir haben einen Titel bekommen. Guck ich auch nochmal rein, weil sehr viel werden wir jetzt nicht mehr erreichen in dem Part. Da kann ich auch gleich Schluss machen gleich. Vernichter des Bösen. Wer ist in der Welt besiegt? Okay. Das heißt, hier sind noch hier alles so Storykämpfe. Noch 4 Stück. Was? Das ist so wenig. Das Spiel ist aber zu Ende. Sind nur gerade 200 Parts. Nee, nicht 200 Parts. So viele Videos habe ich in dem Moment. Ich meine, sind doch nur 188, 189. Das müsste 189 sein, ne? Nee, 190 müsste das sein. 189 habe ich gerade aufgenommen. Also das hier müsste der 190. Part sein. Und wenn nicht, dann schlag mich tot. Bleh. Das war keine Anforderung. Damit ihr es wisst. Und da hinten sehe ich noch was glitzern, glaube ich. Ne, das war nur Monster. Ja, oh, dann beende ich den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Geht ihr weg von mir. Ihr gepanzerten Viecher, ihr seid doch alles in Wirklichkeit so große Viecher, ne? Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Xilla. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auf Wiedersehen.